In diesem Video geht es um Intrusion Detection Systeme. Diese Systeme, die braucht man zusätzlich zu Firewalls, denn die Firewalls haben gewisse Einschränkungen, wie man in dem anderen Video sehen kann. Und insofern kann es sein, dass die Firewalls die Angriffe nicht abwehren können, Systeme, die man im Netz hat, dann von Angreifern übernommen werden. Und ja, da möchte man halt dann auch zumindest diese Situation erkennen und dann beseitigen können dann, ne? Und die Intrusion Detection Systeme, die arbeiten jeweils so, dass man ein erwartetes Verhalten hat oder eine erwartete Konfiguration und die tatsächliche Konfiguration damit vergleicht. Es gibt jetzt zwei wesentliche Unterschiede hier bei diesen Intrusion Detection Systemen. Einmal können die Intrusion Detection Systeme im Netz platziert werden. Sie führen also eine Überwachung des Netzverkehrs an zentralen Stellen des Netzes durch oder die Sensoren befinden sich auf Endgeräten. Dann, um die Informationen von diesen Sensoren auszuwerten, kann man die Sensoren miteinander vernetzen, alle deren Informationen in Datenbanken sammeln, das Ganze sozusagen aufbereiten und dann in entsprechenden Überwachungsstationen die aktuelle Lage darstellen. Gucken wir uns jetzt mal zunächst solche Sensoren im Netz an. Oder man spricht hier auch von Network-Based Intrusion Detection System, NIDS. Diese Systeme platziert man jetzt an zentralen Stellen im Netz und können dann den ganzen Datenverkehr dort aufzeichnen. Also stellen sich zum Beispiel jetzt einen Switch vor. Der Switch habe jetzt einige Ports und dann spiegelt man den Datenverkehr, den man an allen anderen Ports vorfindet, auf einen bestimmten Überwachungsport. Und dieser Datenverkehr wird dann an dem Überwachungsport halt ausgewertet, um da Abweichungen festzustellen. Dann, ne? Wie Sie sich einfach vorstellen können, ist die Datenmenge, wenn ich jetzt den Datenverkehr von allen Ports auf einen spiegle, dann dort relativ hoch. Man braucht also typischerweise eine extra Hardware, die das auswertet. Also nur mit Software wäre das nicht skalierbar. Und ja, typischerweise verkaufen die Anbieter dann das als sogenannte Appliance. Die verkaufen einem halt eine Hardware, wo auch deren spezielle Software mit dabei ist. Vorteile von diesen Sensoren, die man im Netz hat, ist, dass die Angriffe auf verschiedene Endgeräte erkennen können. Das heißt, sie haben die Zusammenhänge zwischen den Dingen, die mit mehreren Endgeräten ja, durchgeführt werden, ob da ähnliche Muster vorkommen oder nicht. Auf den Endgeräten selber wird für diese Art der Sensoren keine Ressourcen benötigt, weil sie ja gar nicht auf den Endgeräten laufen. Und man kann das Ganze als unsichtbar für Angreifer konfigurieren. Also die Angreifer können nicht feststellen, dass ein NIDS-System hier vorhanden ist. Nachteil ist vor allem, dass das Ganze halt mit einem hohen Durchsatz zurechtkommen muss. Und man kann nur Vermutungen anstellen über die Situation auf den Endgeräten. Wenn man da ungewöhnliches Verhalten feststellt, dann kann man zum Beispiel annehmen, da sind irgendwelche Programme jetzt von Schadsoftware befallen. Aber ob das tatsächlich der Fall ist, kann man nur mit dem NIDS-System nicht feststellen. Den Netzverkehr, wenn der verschlüsselt ist, kann man außerdem nicht überwachen, denn man kann den normalerweise dann nicht vernünftig entschlüsseln, wenn starke kryptografische Verfahren verwendet werden. Und ja, dieses begrenzte Wissen kann zu falschen Alarmen hier führen. Wenn ich mir jetzt die Endgeräte angucke, dann kann ich auch auf den Endgeräten eine Überwachung durchführen, ob diese Endgeräte sich so verhalten, die Software auf diesen Endgeräten sich so verhält, wie man sich das vorstellt. Man spricht hier dann auch von Host-Based Intrusion Detection System. Ja, Beispiele können hier sein, was man da beobachten kann, ist, wenn Nutzerrechte verletzt werden, das heißt, hier versucht jemand dann Dinge zu tun, für die er nicht vorgesehen ist und versucht das vielleicht wiederholt hier zu machen, sodass das dann vielleicht nicht einfache Tippfehler sind, sondern
sondern gezielte Versuche, sich nicht erlaubte Rechte zu verschaffen. Man kann das auch sehen an Versuchen, sich einzuloggen, und die Versuche scheitern dann. Oder man kann hier auch trojanische Pferde irgendwie feststellen, wenn man dann weiß, was das für typische trojanische Pferde sind. Als Vorteil kann man hier nennen, dass die tatsächlichen Auswirkungen auf ein System im Gegensatz zum NEDS hier festgestellt werden können. Das heißt, man kann feststellen, jetzt, ob Anwendungen tatsächlich manipuliert sind. Dies kann man jetzt zum Beispiel so machen, dass man von wichtigen Anwendungen immer solche kryptografischen Hash-Werte bildet und weiß, wie die sein müssen. Man kann dann immer mal von den Anwendungen wiederum diese Hash-Werte berechnen, und wenn die Hash-Werte nicht mehr übereinstimmen, dann gab es irgendwelche Veränderungen an den Anwendungen, die so nicht gewünscht sind. Die Überwachung des Netzverkehrs ist hier auch auf allen Schichten möglich, insbesondere bei der Anwendungsschicht, die man vorher ja nur begrenzt einsehen konnte. Und wenn man hier verschlüsselten Verkehr hat, dann wird er ja vom Endsystem verschlüsselt losgeschickt. Das heißt, man hat den hier vor der Verschlüsselung im Klartext zur Verfügung und kann ihn sich genau einsehen, was hier verschickt wird. Nachteile sind jedoch, dass das Ganze auf jedem einzelnen Endgerät, wo das gemacht werden soll, installiert werden muss, und das Ganze auch spezifisch sein muss für unterschiedliche Betriebssysteme und unterschiedliche Anwendungen. Da kommt man dann irgendwann in Skalierungsprobleme, wenn man sehr viele Anwendungen hat, für diese Anwendung immer die Hash-Werte vergleichen möchte. Und es gibt ja auch legitime Gründe, warum jetzt Anwendungen andere Hash-Werte aufweisen können, weil sie zum Beispiel abgedatet wurden. Das Ganze ist sichtbar, dass auf Endsystemen so ein HIDS läuft, und insofern Angreifer, die ein System übernommen haben, können das feststellen, dass so etwas läuft, und können dann auch versuchen, das HIDS entsprechend abzuschalten. Und man hat hier einen Ressourcenverbrauch auf den Endsystemen, Rechenaufwand, der hier notwendig ist. Und wenn man jetzt ein einzelnes Endsystem sich betrachtet, hat dort ein HIDS, man hat dann zunächst mal nur die Informationen, was auf diesem einzelnen Endsystem hier los ist. Ob das jetzt ein großflächiger Angriff zum Beispiel ist, das weiß man erst dann, wenn man diese Informationen mit anderen Informationen von anderen Endgeräten oder auch von NEDS-Systemen verknüpft. Ja, jetzt kann man sich hier mal in einem Netz auch anschauen, wo sind denn sinnvolle Positionen im Netz, wo man solche Systeme hier platzieren könnte. Hier sehen Sie jetzt den typischen Aufbau, den man jetzt hat. Ne? Das heißt, hier, man hat hier Paketfilter, Application, Level Gateway, ne? Und damit bildet sich hier in dem mittleren Bereich eine DMZ, in dem man Server platziert. Hier links ist das unsichere Internet, rechts der innere Bereich. Und jetzt NEDS-Systeme, die kann ich hier platzieren, sodass ich damit überprüfe, was ist in der DMZ hier los, also sozusagen, was ist auf diesem Gerät hier los, oder sozusagen, wie ist der ganze Verkehr, der über diesen Switch geht. Ist da was Auffälliges? Das kann ich hier feststellen, und das Gleiche kann ich auch im inneren Netz machen, dass ich hier diesen Verkehr auf diesem Switch hier überwache. Ne? Eine Platzierung des NEDS-Systems hier vorne, vor dem Paketfilter zum Internet, ist wenig hilfreich. Da würde sehr viel Datenverkehr von dem NEDS verarbeitet werden müssen. Und es ist besser, diesen Datenverkehr erst durch den Paketfilter zu filtern. Jetzt kann man sich zusätzlich noch überlegen, wo kann man HIDS-Systeme platzieren. Das kann man jetzt dann machen auf wichtigen Servern, die man hier in der DMZ hat. Da hat man ja gewisse Dienste, die auf diesen Servern laufen. Man kann überprüfen, ob die Dienste noch so sind, wie man sich das vorstellt. Und auch auf wichtigen Host im inneren Netz, hier wie zum Beispiel auf diesem Endgerät. Oder man kann hier zusätzlich auf dem NEDS noch ein HIDS platzieren, um zu sehen, dass das NEDS nicht irgendwie auch manipuliert wurde.